So, wo waren wir denn stehen geblieben, ob das letzte Mal? Genau, das hat man gemacht. Schaffe den Schlüssel und bringe ihn zum Headstone. Okay, wir machen das heute. Wo ist es denn? Da müssen wir hin. Okay. Geronimo, let's go! Wie geht's euch denn, meine Mäuschen? Ja, ich hatte heute vorgehabt, schon die ganze Nacht zu machen, tatsächlich. So ein bisschen länger zu machen. So, das war ja das mit der Maus. Dämlichste Fahrzeugsteuerung, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Mal schauen. Vielleicht aber auch wieder noch ein bisschen arg. Ich muss mal schauen, was wir heute Abend machen. Oder heute Nacht. Also. Ja, ist eben geschlafen. Mit der Facecam gefällt mir noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist mir. Ich habe gerade festgestellt, dass das Regal zu weit. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum das nicht so ins Bild reinpasst. Das Regal steht zu weit auf der Seite. Seht ihr das? Da ist nur so viel Platz. Und da ist so viel Platz. Es muss weiter nach da. Das ist mir nicht aufgefallen, als wir das gestern wieder hingestellt haben. Vorgestern. Irgendwann. So, überlegen. Spiel ist Battlefield 5. Uff. Immer wenn ich tappe immer mit der falschen Maustaste. Ich dachte, du guckst meinem Stream jetzt zu und guckst, was ich für ein geiler Typ bin hier im Shooter. Schenke. Ach nö, nicht schon wieder. Okay. Du schaust, während du spielst. Das ist doch mal sehr löblich. Dass man immer, wenn man wieder hier in die Welt kommt, in den Bereich kommt, immer alles wieder clearen muss. Ich war hier schon fünfmal und habe hier schon alles getötet. Jetzt muss ich wieder hierher und alles töten. Das ist ein bisschen immer nervig. Ja, hab ich. Es ist immer ein bisschen nervig, dass du dann die ganzen Wege nochmal wieder clearen musst. Ja, du wirst alt.
Der eine Arm von dem, ey. Dann sagt noch mal jemand, ich habe kein Aim, ey. Bitches. Ich hab ein Aim. Die scheiß Vögel. Ich hab eins Aim. Wie gesagt, ich hatte ja gesagt, dass ich das in Zukunft so machen möchte, dass ich die Sachen streamen möchte und dann die Folgen veröffentlichen, als Folgen veröffentlichen möchte. Da habt ihr natürlich einen Vorteil davon, dass ihr mehr Streams habt. Ich nehme es ja sowieso auf, weil das Spiel ist ja sowieso und da kann man es auch zeitgleich streamen. Oh, ich mag ihre Lache immer. Passt das denn von der... Von der Lautstärke her vom Spiel, weil ist mir letztens aufgefallen, dass die Forza-Sachen relativ leise waren. Passt das denn von der Lautstärke? Ich habe es mir tatsächlich heute runtergeladen, Slow. Also ich habe alle EA-Spiele heute runtergeladen, die ich so spielen wollte wieder. Und ich glaube, da war auch dann Battlefield 5 dabei. Ich weiß nicht, ob das schon fertig geladen hat. Passt das dann von der Lautstärke her? Meine Stimme, weil ich kann es jetzt hinterher für die Folge nicht mehr bearbeiten. Sonst passt es. Ja, das Problem ist, ich kann es hinterher nicht. Normalerweise kann ich es ja bearbeiten. Aber jetzt, wenn ich das aus dem Stream herausnehme, kann ich es nicht bearbeiten. Okay, Außenposten gefunden. Alles klar, läuft. Da noch einer. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich finde die Game Passes mittlerweile, die feiere ich richtig. Ich habe zum Beispiel Battlefield 5 für den PC nicht gekauft, so wie zum Beispiel Anthem. Das war scheiße, ich bin tot. Da ist nämlich neben mir irgendwas explodiert. Wo ist er denn? Jetzt geht er nicht weg! Muss dich töten, hallo! Scheiße. Ja, ich habe es tatsächlich nicht gekauft, Battlefield 5, und ich habe auch Anthem nicht gekauft. Ich habe es mir jetzt Anthem nochmal wieder runtergeladen. Um zu gucken, was das sich mittlerweile getan hat. Was sich so inhaltlich da getan hat. Was war das für ein Geräusch? Ach, das war die Scheiße hier, wo du ewig rumrennst. I remember. Ewig am Suchen bist. Ich hab's echt drauf. Oh, Klapp-Tapp. Ich denke, das wird auch in Zukunft dahin gehen, dass ich so zwei, drei Game Passes habe.
EA, Game, Microsoft, 16 Euro im Monat. Why not? Und dann mir die Spiele nicht mehr kaufen. Alter, der hat mich gerade erschrocken. Der mit seinem kleinen Süßen. Ist erstaunlich, was der für eine Range hat, ey. Der mal mit seinen kleinen süßen Ärmchen. Du musst jetzt auf 160p schauen. Warum machst du denn sowas? Ist doch Augenkrebs. So, was haben wir denn hier? Probieren die mal aus. Könnte das Reparatur. Das war da oben. Kannst du mein Gesicht nicht erkennen? Ja, das hat sich nicht verändert. Das sieht genauso aus wie noch gestern. Keine Sorge. Kleb ein Foto drüber. Vincent, einen wunderschönen guten Abend. Wie kamen wir noch mal da hoch? War das so? Ja, ich glaube ja. Ah, ist da jemand so ein bisschen in Tom Holland verliebt? Hä? Knickknack. Ist okay, wenn es nicht verurteilt, das nicht. Solange du glücklich bist, ist okay. Musst du dich nur mit ich glaube, Alicia war es oder so, arrangieren, weil ich glaube, das ist auch ihr Schätzchen. Ich habe nur ein Upgrade erhalten. Yay! Granatenmods. Ausrüstung, Gummikanonen. Cool. Brauche ich noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich da rein will. I think it's a... No, it's not a trap. It's okay. Du hast ja deinen Ausbildungsvertrag unterschrieben. I guess. Ach, ich hab dich gerade mit Basti verwechselt. Entschuldigung. Der macht ja schon sein... Ah. Super, herzlichen Glückwunsch. Sorry, ich habe mich gerade mit Basti verwechselt. I'm so sorry. Was für eine Automarke? Bitte. Okay, die Waffe macht kaum Schaden. Oh, ich komme mit meiner Nase auch noch. Sieht so ein bisschen an der Falle hier aus. Okay.
VW. Ich habe heute ein Jobangebot bekommen als Verkaufsleiter in einem Autohaus tatsächlich, also ein Jobangebot. Man hat mich nicht gefragt, ob ich mich nicht mehr bewerben will, aber ich habe da nicht wirklich Bock zu, als Verkaufsleiter in einem BMW-Autohaus. Weil da arbeitet ein Kumpel, den ich schon von früher kenne. Aber ich habe keinen Bock zu, weil ich bin kein guter Verkäufer. Ja, es ist ein höherer Posten. Tatsächlich 5 Verkäufer unter dir. Das habe ich ja in Berlin auch gemacht, 6 Jahre. Du hast 5 Verkäufer unter dir. Musst aber auch eben selber verkaufen. Und da habe ich echt keinen Bock zu. Ich habe gesagt, wenn sie mir einen schönen Firmenwagen hinstellen, können wir drüber reden. Ist tatsächlich nicht meine. Ja, ist Geschmackssache tatsächlich. Ist nicht meine. Ich habe es in Berlin gemacht. Ich habe dann das dann relativ schnell mir einen Sales Manager eingestellt, der dann den ganzen Verkauf gemacht hat. Der hat auf Provision dann gearbeitet. Der hat 55% der Sachen. 55% des Umsatzes war sein Gehalt. Das heißt, er war auch motiviert. Das war so abgesprochen und ich habe gesagt, ich habe da keinen Bock zu, weil ich. Und eben eher ganz anderen Scheiß und Koordination von allem gekümmert. Wenn da kein Verkauf dabei wäre und nur Koordination und Mitarbeiter, Führung und alles, da hätte ich kein Problem damit. Nee, muss er tatsächlich nicht. Hat er auch nicht. Er ist auch nur Rettungsassistent. Die brauchen Leute. Die brauchen Leute ohne Ende. Du brauchst nur Vorerfahrung, die habe ich ja. Wie gesagt, wenn das Verkaufen nicht wäre, würde ich es mir überlegen, aber ich will nicht aus dem Rettungsdienst raus. Du brauchst eben noch Vorerfahrung in dem Metier und die habe ich ja. Alter, wie viel Schuss hat die? Die hat nur 2 Schuss. Okay, das ist Kacke. Ich hab die Fresse. Tschüss. Okay, die Shotgun ist doch scheiße. Wo ist die Waffe, die ich ausprobieren wollte? War das die? Das war die, ja. Verkaufst du mir gleich ein Auto oder was? Was ist denn der für eine Waffe, ey? Aber ich bin echt überlegen, ob ich mir nächstes Jahr ein neues Auto kaufe. Meiner wird nächstes Jahr 5 Jahre alt. Ich muss ja natürlich nur gucken, ob das ist, was ist, was hier auch auf dem Hof passt. Ich bin froh, dass ich mir vor 2 Jahren nicht den X3 gekauft habe, weil der würde hier definitiv. Ach, scheiße, ist eine Arena. Definitiv nicht auf den Hof passen, mit dem wäre ich hier. Ich habe tatsächlich überlegt gehabt, als ich aus Dänemark zurück bin, mir damals den neuen Tiguan an als Jahreswagen zu haben.
Aber den gab es damals in keiner Ausstattungsvariante, wie ich ihn gerne gehabt hätte. Was? Okay, da war irgendwas. Komm, wir kriegen einen. Ah, sag schon. Also der Tiguan, als der rauskam, hat er mir. Fand ich echt schick. Der neue. Also der aktuelle. Ich mag dieses eckige. Raketenwerfer. Was soll ich jetzt hier machen? Ja, Audi hat tatsächlich Audi schöne Autos, aber ich würde jetzt, wenn ich jetzt wirklich die Wahl hätte zwischen. Was soll ich jetzt hier machen? Zwischen Audi, BMW und so, da würde ich mich tatsächlich immer für BMW entscheiden. Das sind einfach schöne Autos. Mercedes ist auch nur, wenn, dann würde ich mir wahrscheinlich, also wenn ich richtig Kohle hätte, diesen GTS da, GTS 63 AMG, diesen. Der ist ganz nice. Aber so die Standard-Mercedes-Teile. Ja, BMW. Frage ist, was soll ich denn jetzt hier machen? Was soll ich jetzt denn machen? Kann ich aber auch nichts machen. Also ich bin mit meinem BMW super zufrieden. Also es ist ein Top-Auto. Also was mir auf den Sack geht, was ich jetzt gemerkt habe, als es so heiß war, dass meine Klimaanlage leider kaputt ist. Also, muss wahrscheinlich irgendwie nachgefüllt werden oder so. Die kühlt nämlich nicht. Und ich muss mal nach Erfstadt endlich mal meine Felgen für die Sommerreifen. Für die Sommerreifen abholen. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Vielleicht muss ich diesen Knopf hier drücken. Du solltest die Mine jetzt betreten können. Es steht nichts mehr zwischen dir und Sledge. Und wir sind der Kammer einen Schritt näher gekommen. Ich glaube an dich. Na, wenigstens einer glaubt hier an mich. Ja, vielleicht behalte ich auch meinen Einser und werde den ein bisschen aufarbeiten lassen. Vielleicht einen Chip rein. Vielleicht lackmäßig ein bisschen aufarbeiten, bekleben lassen. Ich sag, die Alus müssten eigentlich mal drauf. Ich habe jetzt immer noch die Winterreifen drauf. Meine Alus habe ich ja zum Beschichten bringen lassen. Pulverbeschichtung. Und immer noch nicht abgeholt. Die sind seit April fertig. Ja, es ging nicht um fauler Sack. Die sind bei euch da unten. Die liegen in Erftstadt. Ich konnte kein Auto fahren die letzten Monate. Ich konnte keine 400 Kilometer mal eben hin und zurück fahren. Das ging nicht. Gesundheitlich. Und ich habe versucht, ob ich irgendjemanden dahin schicken kann, aber. Ich habe mir das erklärt, dem Typen. Er meinte, ja, ist kein Problem.
Sagt, ich überweise Ihnen das Geld gerne per PayPal oder so. Er meinte, nö, ist kein Problem. Lässt sie hier so lange liegen. So ein Fass, ne? Ups, ich dachte, das wäre so ein Explosionsfass. Doch, gibt es immer. Es gibt es immer. Was denn her? Nächste Woche geht's nach Kroatien. Ah, ich muss mal schauen, ob ich mir, wenn ich jetzt endlich mal die Reha-Antrag, die Reha genehmigt kriege, ob ich danach tatsächlich noch eine stationäre Reha machen werde. Weil, hoffe ich, dass ich die irgendwie an der Ostsee machen kann oder so. Wenn es nur 3 Wochen sind, im August oder. Ich wollte ja eigentlich ab September wieder arbeiten. Warum finde ich eigentlich keinerlei Schilde? Das irritiert mich ein bisschen. Ich finde überhaupt keine Schilde. Ja, wie gesagt, wenn ich die Reha genehmigt kriege, eine stationäre an der Ostsee, dann werde ich die wahrscheinlich noch machen, bevor ich wieder anfange zu arbeiten. Hätte ich mir schön 2-3 Wochen. Wurde gemeldet, dass sie sich mit den Elementen der hiesigen Bevölkerung im Krieg befinden und dass sie nun angeheuert wurden, einen von deren Anführern zu töten. Ungenehmigte Söldneraktivitäten dieser Art unterminieren die Stabilität der Region. Sie wurden gewarnt. Diese fortgesetzten subversiven Handlungen werden nicht geduldet. Lassen Sie davon ab. Ja, aber ich will auch wieder arbeiten. Ich finde jetzt eine onkologische Reha. Also ich mache jetzt erstmal die orthopädische Reha, da geht es ja ums Bein, um das wieder alles wieder hinzukriegen. Ich weiß nicht, wie lange die dauert. Also ich glaube 3 Wochen mit Optionen auf Verlängerung auf 6 Wochen insgesamt. Kann mehrmals verlängert werden. Und ich weiß jetzt nicht, was mir eine onkologische Reha jetzt noch bringen soll. Der ist schlechter. Ach verdammt. Ich weiß jetzt nicht, was mir eine stationäre onkologische Reha noch bringen soll. Wo gekocht wird und. Wie gesagt, wenn ich eine genehmigt kriege, die an der Ostsee ist, dann instant. So Nordfriesland oder St. Peter-Ording, die haben ganz gute. Hintergedanke ist auch, da kann ich schön am Wochenende Kumpels da oben besuchen. Das ist ein Ex-Kollegen in Dänemark. Ja, aber es ist viel arbeiten, du. Ich bin jetzt seit Dezember zu Hause. In Köln war ich ja auch schon 2 Monate zu Hause. Urlaub. Und habe ich geweigert zu arbeiten bei der alten Firma. Irgendwann reicht's, ganz ehrlich. Ich weiß, ich höre immer selber auf meinen Körper und ich weiß, wenn mein Körper mir sagt, ey, es ist wieder soweit, du kannst arbeiten oder nicht. Mache ich mir wenig Hoffnung. Habe ich wenig Angst. Wenig Angst vor. Mann, ich breche schon wieder einen Scheiß zusammen. Lasst euch jetzt mal alle leben hier. Ihr interessiert mich alle nur so zweitrangig. Ich steige hier auch. Ja, ich mache mir da wenig Gedanken. Genau. Ich werde ja auch nicht mehr zu 100% einsteigen, dass ich. Dass ich zu 100% wieder arbeiten gehe, sondern Ziel ist 70%. Das sind 3 Dienste im Monat. Sind 3 12-Stunden-Dienste in der Woche und ich glaube 3, 6,
12. 4, 24 Stunden Dienste. 4? Ja, was? Haut gerade nicht hin. 6, 24 Stunden Dienste, glaube. 6, 24, ja, 12. 12 Dienste, 6, 24 Stunden Dienste. Dann machst du 24 Stunden, 3 Tage frei, 24 Stunden, das ist ideal. Das ist so das Ziel. Mein Arbeitgeber hat ja schon signalisiert, dass er das akzeptieren. Kann es auch keine Chance geben, es nicht zu akzeptieren. Ja, haben ja keine Chance. Also, das weiß er ganz genau, dass ich mich woanders bewerbe. Und ich brauche ja hier nur einen Stein werfen und treffe eine neue Firma. Und ich will aber auch hier nicht weg, weißt du. Also, die Wohnung ist jetzt relativ fertig. Wir haben ja jetzt gestern die letzten Fußleisten gelegt. Das sind jetzt noch Kleinigkeiten, die gemacht werden müssen. Das macht er nach dem Urlaub dann. Heute habe ich ein bisschen was in der Küche gemacht. Werde ich jetzt die nächsten Wochen weiterbauen. Und dann geht es eigentlich nur darum, einzuräumen. Bilderrahmen anzubringen und den ganzen Scheiß. Und die Wohnung ist so günstig und so geil. Es wäre ärgerlich. Die wieder aufzugeben. Diese Steuerung mit der Maus ist, boah, immer noch sehr gewöhnungsbedürftig. Deine bisherigen Aufgaben waren noch leicht. Kommt da noch was? Yay! Yay, piss off! Ey. Wollen wir da rein? In diese Mine? Dieses große schwarze Loch? Leute, wollen wir da rein? Sony will einen neuen Spider-Man. Der ist ja auch schon tatsächlich der Spider-Man, der in den meisten Filmen teilgemacht hat. Civil War, Endgame 1, Endgame 2, Homecoming und jetzt Far From Home. Habe ich den Film vergessen? Tom Holland ist ja tatsächlich der... Ich habe es noch nicht gehört, aber es fände ich gut. Also er ist ein guter Schauspieler. Er macht das Ganze besser als die anderen, finde ich, weil einfach die Spider-Man-Rolle besser rüberbringt, diesen tollpatschigen. Finde ich gut. Mega gut. Sollen sie machen, jedes Jahr. Ich schaue mir gerade die ganzen von DC, die ganzen Animated-Filme an. Die sind relativ gut, muss ich sagen. Habe ich gerade entdeckt. So, Crisis on Earth 2 und sowas, Justice League und so, die sind relativ gut gemacht. Die habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, die schaue ich mir alle gerade so nebenbei an. Gut, würde man sagen, Graves the Hunter als, das wäre natürlich Graves the Hunter, das wäre natürlich geil, das ist der Typ mit dem Leoparden, mit dem Tigerfelge. Ja, Spider-Man war tatsächlich ja immer schon mein Number One. Also Spider-Man, dann Captain America, dann Hulk. Ich weiß noch, wie sie alle geschimpft haben, als Disney das Marvel übernommen hat. Können doch beide kommen. Why not? Ich fände nochmal
Carnage vs. Venom fände ich auch geil. Mein, der Venom-Film, der stand ja alleine. Das ist ein Standalone-Film. Der hat ja im, im MCU ein wenig zu untersuchen. Hey, Firestrike, später vielleicht. Ich möchte ein bisschen Ark aufnehmen. Quatsch, Ark aufnehmen. Ein bisschen Borderlands aufnehmen. Weil ich werde die ganze Nacht wach sein, also online sein. Ah, jetzt reicht's mir aber hier mal mit dem Typen. Mal schauen, später, 2-3 Stunden. Wie gesagt, ich habe gerade erst angefangen mit Borderlands und ich muss. Ich will einfach mal probieren, ein paar Borderlands-Folgen haben. Das ist sagen, ein Live-Let's Play. Außerdem habe ich in den letzten Tagen schon wieder so viel Ark gespielt, wenn. Ich habe da ein bisschen Angst, dass ich mir schon wieder versaue. Da kann ich jeden Tag Ark spielen. Aber ich werde es spielen weiter, keine Angst. Tom Hardys Venom ins MCU mit dem gleichen Schauspieler fände ich mega gut. Ich meine, das passt zwar nicht zum Universum vom Spider-Man wie Venom da, aber so als nicht Venom nicht als Bösewicht, das glaube ich nicht, aber so als wie nennt man das so, Zwangsfreunde oder so, die müssen sich verbünden gegen Carnage oder so und am Anfang fighten sie noch gegeneinander, weil sie sich missverstehen oder so und sowas, weißt du? Finde ich mega gut. Ja, so Anti-Held, genau. Wobei ja eigentlich ja Venom im Film ja schon klar gemacht hat am Ende, wo es hingeht. Akuma hat den Treib gewechselt, warum das? Warum hat Akuma den Treib gewechselt? Hat wahrscheinlich auch die ganzen Tiere und alles mitgenommen, oder? Naja. Schade. Das ist doof. Ja, da gibt es viele Sachen. Also, meine, gibt ja auch die Möglichkeit, Disney wird ja auch eine Serie. Wird ja viel im Serienbereich machen in den nächsten Jahren, denke ich mal. Das ist natürlich scheiße, dass die drei sich da zusammengetan haben. Weil die sind echt alle drei krass gute Spieler, aber kann man nichts machen. Los, das Spiel nochmal. Ja, auch. Ich glaube auch über Black Widow kommt auch eine Serie, gell? Ich meine, es gibt ja schon gute Marvel-Serien bei Netflix. Und beschissene Marvel-Serien bei Netflix. Was ist der Typ? Was ist der denn? Schönes Knie gefickt. Er lebt noch. Das hier. Oh, das ist so. Schaut doch mal. Ja, je mehr, desto besser, ganz ehrlich. Ich finde das. Find das okay. Ich finde das mega gut. Sollen sie machen.